So, hallo zusammen. Heute zu einem neuen Video, was vielleicht für einige für euch interessant wäre. Also ich fand es auch relativ interessant, mal was anderes. Und zwar geht es um eine Halterung für ein Navigationsgerät, Handy oder sonstiges im Auto. Da gibt es momentan so eine ganz coole Produkte auf dem Markt, die benutzen den CD-Schlitz vom normalen Autoradio. Also wenn man vorne hier, zum Beispiel bei meinem VW, gibt es ja dieses normale Radio, wo oben der CD-Schlitz ist, der im Endeffekt auch von mir nie benutzt wird, weil es über die MP3s läuft und so weiter. Jetzt gibt es, wie gesagt, da so eine Halterung, die kostet, je nachdem, es gibt verschiedene Hersteller. Hier habe ich jetzt die von GrooveClip, die ist auch bei Amazon gelistet mit, ich glaube, über 300, ja, fast ausschließlich positiven Bewertungen. Und da hat mich das einfach mal interessiert, weil ich mir dachte, okay, mein Navigationsgerät ist normalerweise hinten an der Scheibe. Und es ist natürlich immer ein bisschen umständlich, dran zu kommen. Dann dachte ich mir, okay, von Bildern her müsste es eigentlich passen. Und wie gesagt, also dieses Gerät, oder ja, das Produkt kostet ungefähr 20 Euro und ist ja von Bewertung her top zu empfehlen. Ich packe das jetzt einfach mal aus. Ich habe das ja schon mal ausgepackt. Und zwar funktioniert das über, wie gesagt, über den CD-Schlitz und per Magnet wird im Endeffekt das Navigationsgerät oder Handy, Tablet, sonstiges einfach angeschlossen. Was haben wir hier dabei? Das ist anscheinend eine Bedienungsanleitung. Genau, Sicherheitshinweis und so weiter. Hier nochmal eine Montage, um das alles festzuziehen. Und dann im Endeffekt das Gerät. Das jetzt mal ausziehen. So. So, genau, haben wir das Gerät hier. Und da hinten sind noch diese Magnetplättchen. Ich habe jetzt einfach mal ein Metall genommen, was ich noch hatte von der Magnethaltung für Rauchmelder. Ich habe es einfach hinten an meinem 6 Zoll Navigationsgerät angebaut, was ja auch wirklich jetzt relativ schwer ist. Und das kann man ja dann einfach, wie gesagt, da dann anklipsen. Ich baue das jetzt einfach mal hier rein. Ja, im Endeffekt wird es einfach nur hier reingesteckt. Man sieht ja, die Größe ist jetzt nicht wirklich groß. Das heißt, der CD-Player erkennt gar nicht, dass da irgendein Gerät eingesteckt wird. Ich mache das mal auf. Und dann stecken wir das einfach mal hier. Genau, stecken wir das einfach mal hier rein, mittig, dass auf keinen Knopf kommt. Und hier hinten an dieser Schraube schraubt man das dann fest. Das heißt, damit zieht er sich dann im Endeffekt hoch. Und rastet mehr oder weniger dann oben und unten ein. Damit das Ding hier wirklich, was hier fest ist, wie gesagt, hier ist ein Magnet verbaut. Und auf der anderen Seite ist es im Endeffekt ein ganz normales Metall. Wie gesagt, diese Blättchen, entweder klebt man die sich hinten ans Handy dran. Fällt ja eigentlich im Endeffekt auch kaum auf, oder ich habe es, wie gesagt, jetzt hier einfach mal so gemacht, provisorisch, damit ich das Gerät jetzt nicht aufmachen muss. Ja, im Endeffekt, wie gesagt, kommt es ja im Endeffekt nur dann, macht Klack. Und das war es dann auch schon. Viel mehr ist da gar nicht zu machen. Und wie man sieht, funktioniert es wirklich. Ich gucke gerade nochmal, ob das auch hier in der Mitte ist. Weil, wie gesagt, das ist natürlich jetzt nicht das Original-Hinterteil. Aber man sieht, es hält. Das ist einfach mal hier an, das Navigationsgerät, damit man das auch mal kurz mal sieht. So, genau. Genau, man sieht ja. Problem ist natürlich jetzt bei so einem Gerät, dadurch, dass es relativ weit absteht, ist es natürlich eher schlecht. Dadurch kann man ja das eigentliche Display vom Radio nicht mehr bedienen. Und auch das Radio im Endeffekt hat keinen Nutzen mehr. Und das, ja, an sich ist es einfach vielleicht dann doch ein bisschen zu nah. Es gibt ja andere Autos, wo die ganze Konsole ein bisschen weiter nach vorne noch gerückt ist. Vor allem größere Autos, das ist ja jetzt ein ganz normaler VW Golf, ein 6er. Und wie gesagt, da ist alles ein bisschen näher. Da würde ich dann vielleicht dann doch zu einer normalen Navi-Halterung tendieren. Aber ansonsten hoffe ich, dass ihr mal einen Eindruck habt. Ich bin jetzt auch schon mal eine Runde damit gefahren, habe das einfach mal getestet und es wackelt nicht, es ruckelt nichts. Also es ist wirklich super, das hält anscheinend wirklich bombig und gerade wenn man natürlich mal einfach auf die Schnelle ins Auto geht und wer kennt es nicht, das einfach mal das Handy zu nehmen, irgendwo hinzulegen und im Endeffekt während der Fahrt ist das Handy irgendwo im Auto verschwunden, rutscht über den Sitz und sonstiges, ist natürlich eher suboptimal. Das heißt also gerade beim Handy ist es natürlich wirklich ganz schön, ich mache das gerade nochmal hier ab, dass man zum Beispiel einfach mal hier ein Handy, ja, wird dann einfach so dran geklippt und das war es dann auch. Also wie gesagt, das ist super, super verarbeitet, also die Verarbeitung ist wirklich schön und das Material ist auch gut. Es ist so ein gummierter Kunststoff, das heißt, es fühlt sich wirklich wertig an. Ist halt, wie gesagt, dadurch, dass es natürlich so weit absteht, eher suboptimal. Wenn es natürlich jetzt irgendwie die Hälfte von der Tiefe hätte, wäre das deutlich einfacher hier zu bedienen. Da könnte man das wirklich sich vorstellen, aber so ist es natürlich schwierig, dass es so absteht, weil sonst könnte man das vielleicht noch nach oben klappen, hätte man das Navigationsgerät hier von den Lüftungen.
das wäre natürlich wesentlich besser zu bedienen. Also dann wird das wirklich ein super Produkt. So ist vielleicht noch etwas verbesserungswürdig. Kann natürlich auch sein, dass es dann von der Stabilität einfach nicht klappen würde. Ja, ich hoffe, dass ihr jetzt einen Eindruck davon habt. Wie gesagt, das Gerät kostet knapp 20 Euro. Oder das Produkt. Ja, ansonsten einfach, wie gesagt, per Magnet anschließen. Und man hat ein super Navi direkt vor den Augen und nicht irgendwo hinten an der Scheibe. Das ist ja gerade bei TomTom oft so das Problem mit der eingebauten Halterung, dass sie irgendwo hinten an der Scheibe ist und es eigentlich unbedienbar mehr wird während der Fahrt. Oder wenn man mal irgendwo steht, gerade bei kleineren Personen. Ja, wenn Fragen sein sollten, schreibt mich einfach an. Dann bis zum nächsten Video.